Es ist nicht zu glauben. Der SV Werder Bremen hat heute eine riesen Chance verpasst, um sich, ja, nicht vorzeitig, aber im Klassenerhalt extrem zu nähern, weil sie da 2:1, 1:2 muss es heißen, richtigerweise verloren haben gegen den FC Augsburg. Und wie sagte Leo Bittencourt nach dem Spiel zu uns, und er war fassungslos, es war noch nie so einfach, hier 3 Punkte mitzunehmen. Und es ist kaum zu glauben, dass der SV Werder Bremen hier heute verloren hat. Jetzt hat der SV Werder Bremen keine überragende Leistung abgegeben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber der FC Augsburg war schwach. Da saß ich gerade in der Pressekonferenz und da war wirklich ein Urgestein vom FC Augsburg Reporter, würde ich mal sagen. Ich kannte ihn jetzt nicht persönlich. Und der schüttelte nur den Kopf. Das kann man sich gar nicht mehr ansehen. Ganz fürchterlicher Fußball. Das Beste ist noch der Sieg. Also die Augsburger, denen war das schon fast peinlich, dass sie das Ding hier heute gewonnen haben. Aber was war mit Werder los? Ja, das geht schon nach 6 Minuten los, da kriegen sie es 0:1, Bello, ja, da hinten pennen die einfach, Friedel und Kogge extrem heute, Marco Friedel, Mensch, da passte er nicht auf und zack, stand schon 0:1, immerhin ist Werder zurückgekommen, aber auch ein Geschenk. Ja, Jens Stay durfte einnicken, weil sich Gikiewicz, auf den kommen wir gleich noch, auch eine unglaubliche Geschichte heute, ja, mit seinem Mitspieler nicht einig war, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, und dann landete der Ball bei Stay. 1:1, und danach hätte man das Ding eigentlich für sich entscheiden müssen, hatte gute Chancen, aber irgendwie wollte das heute nicht fluppen, es fehlt da auch so ein bisschen. Ja, man muss echt sagen, die Augsburger wollen ja Wildfußball spielen. Das haben sie auch getan. Werder hat versucht, das zu beruhigen. Das ist nur bedingt gelungen. Herr Ole Werner sagt zwar hinterher, ja, wir waren die klar bessere Mannschaft. Das stimmt auch. Aber ein bisschen, da fehlt dann doch die Qualität, um so ein Ding dann wirklich auch auszuspielen und für sich zu entscheiden. Und dann gab es noch vor der Pause einen Schlüsselmoment, wie ich finde. Niklas Vögel bricht nach der Ballannahme zusammen. Hatte auf einmal, ja, ich würde sagen, fast eine Bauchmuskelzerrung oder so, wurde lange behandelt, auch in der Pause noch, hat dann weitergespielt. Das heißt, ist wohl nichts, aber da müssen wir noch mal abwarten, was da wirklich mal rauskommt. Und nach der Pause, was passiert dann wieder? Also, was Leo Bittencourt sagte, hat das Spiel überhaupt schon begonnen, denn nach wenigen Sekunden steht es um 2:1. Meier trifft für Augsburg, weil Werder wieder gepennt hat. Das ist nicht zu glauben. Und Ole Werner, der bislang immer gesagt hat, ey, das ist kein Thema. Ja, mag sein, dass die Statistik so ist, dass wir mal ein Tor nach der Pause kriegen. Selbst der gab ihn dazu, ja, okay, da müssen wir mal drüber sprechen, da müssen wir drüber nachdenken. Naja, dann ist Werder, nennt man das angerannt? Ich finde nicht. Sie haben es probiert, sie waren die bessere Mannschaft, ja, waren sie da, aber sie sind nicht richtig durchgekommen, weil Füllkrug heute ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt hat. Marvin Ducksch, das sah besser aus als zuletzt, aber am Ende fehlt da immer irgendwas. Am Ende fehlt da immer irgendwas und da ist dann doch Augsburg so giftig gewesen, dass sie den Vorsprung über die Zeit gerettet haben. Ja, und dann ging es ja erstmal so richtig. Gikiewicz, kennt ihr alle noch aus dem Hinspiel, der den Elfmeterpunkt kaputt gemacht hat, der hat sich heute mal schön mit den Werder-Fans angelegt. Ich mach doch mal so hier diese Geste hier, hallo, ich höre nichts, Werder-Fans. Ja, Mörder-Five-Konzert, weil er stand auch direkt vor dem Werder-Fan-Block. Und dann ist Marco Friedl gegangen, der hat die Werder-Fans verteidigt. Leute, das habe ich auch selten erlebt in der Mixung, dass er sagt, das geht gar nicht, so kann man mit den Fans nicht umgehen. Und hat sich nochmal richtig aufgeregt. Dann dachten wir, ja, toll, Marco Friedl regt sich auf. Ja, dann hat Gikiewicz nochmal nachgelegt. Ja, der will jetzt alle Werder-Fans verklagen, die schlecht über ihn schreiben bei Instagram und bei Twitter. Muss man sagen, hat einen ernsten Hintergrund. Der ist beleidigt worden, seine Familie vor allen Dingen, nach dem Hinspiel. Das gehört sich nicht. Aber er dreht da so ein bisschen auf den Spieß rum, provoziert ohne Ende, wundert sich dann über die Reaktion. Das ist schon eine heavy Nummer. Also da sollte er nochmal drüber nachdenken, ob er das alles so weitermacht. Und wer da steht, am Ende bittere Niederlage. Wo sogar Enrico Maaßen, der gegnerische Trainer, sagt, oh, dreckiger Sieg für uns, Werder so eine tolle Mannschaft. Das hat dann Ole Werner fast noch mehr wie auf der Pressekonferenz. Naja, damit müssen sie jetzt umgehen, die Bremer. Es geht weiter gegen Leverkusen in Gladbach. Und da sagt auch Leo Bittencourt ganz zu Recht, jetzt kommen die viel schwierigen Spiele. In der Vergangenheit hat Werder immer den Schalter wieder umlegen können. Ich bin gespannt, was diesmal daraus wird. Schöne Grüße aus Augsburg. Ciao, ciao.